Bilbao, Spanien. In einem vornehmen Büro einer noch vornehmeren Bank liegt auf einem Tisch ein kleiner Stahlkoffer. Sein Inhalt mehr als 3 Millionen britische Pfund. Vor dem Koffer James Bond, beargwöhnt von 2 Bodyguards der Bank. Hinter dem Koffer Monsieur Lachaise. Schön, dass Sie mir diesen Besuch abstatten, Mr. Bond. Und dazu noch bei einer so kurzfristigen Planung. Was wäre das für eine Welt, in der wir einem Schweizer Bankier nicht mehr trauen? Bon, da wir uns jetzt alle so wohlfühlen, nehmen Sie doch Platz. Es war nicht leicht, aber ich habe das Geld zurückgeholt. Sir Robert wird sich zweifelsohne freuen, es wiederzusehen. Zum gegenwärtigen Wechselkurs, abzüglich der Gebühren und gewisser unvorhersehbarer Ausgaben. Voilà, bitte quittieren. Es ist komplett. Ich komme nicht des Geldes wegen. Für den Bericht, den man Sir Robert verkauft hat, wurde ein MI6-Agent umgebracht. Ich will wissen, wer es war. Eine bedauerliche Sache, aber... Ich will nur einen Namen. Ich bin lediglich der Mittelsmann und habe die ehrenvolle Aufgabe, das Geld dem rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Und man weiß, wie schwer dies Schweizer Bankiers fällt. Ich biete Ihnen die Chance, dieses Büro mit dem Geld zu verlassen, Mr. Bond. Ich biete Ihnen die Chance, das Büro lebendig zu verlassen. Also in Anbetracht dieser Situation würde ich als Bankier sagen, die Zahlen sprechen leider keineswegs für Sie. Offenbar berücksichtigen Sie in Ihrer Rechnung meine stillen Reserven nicht. In aller Ruhe nimmt Bond seine Brille ab, legt die Bügel zusammen und löst so eine Explosion aus. In der allgemeinen Verwirrung schnappt Bond den Bankier, hält ihm eine Pistole an den Kopf. Aufstehen, hoch mit Ihnen! So plötzlich kann man im Minus sein, Monsieur. Geben Sie mir den Namen. Das kann ich nicht. Dann zählen wir jetzt bis 3. Das können Sie doch holen. 1, 2. Ja, schon gut. Aber dann müssen Sie mich beschützen. Doch ein Messer aus dem Hinterhalt geworfen, beendet abrupt die Aussagebereitschaft des Bankiers. Bond lässt den Toten Toten sein, schnappt den Geldkoffer. Verfolgt von den Bodyguards gelingt es ihm, in ein leerstehendes Büro einzudringen und sich dort einzuschließen. Doch was nun? Bond überlegt kurz. Dann reißt er einen der Rollladengurte aus der Wand, bindet sich ein Ende um den Leib, befestigt das andere Ende an der Heizung. Ein Schlag mit dem Koffer gegen das Fenster. Der Weg ist frei. Bond schaut kurz die 7 Stockwerke runter auf die Straße. Dann springt er und macht den Bungee-Springern alle Ehre. Bis kurz über den Boden trägt ihn der Gurt. Bond hüpft ein paar Mal auf, dann löst er den Gurt. Ein freundliches Nicken zu den mit offenen Mündern dastehenden Passanten. Dann ist er mitsamt dem Koffer in der Menge verschwunden. Zurück im Hauptquartier von MI6. Mit einem vielversprechenden Lächeln begrüßt Moneypenny Ihren James Bond. James, haben Sie mir ein kleines Souvenir mitgebracht? Pralinen? Einen Verlobungsring? Ich störe nur ungern bei Staatsgeschäften 007, aber würden Sie zu mir kommen? Komme sofort, M. Sir Robert King James Bond. Der Mann, der mein Geld zurückgebracht hat. Ich danke Ihnen von Herzen. Was für eine Leistung. Pass auf, M. Vielleicht versuche ich, ihn dir abzuwehren. Leider zählen Konstruktionsarbeiten weniger zu meinen Stärken. Nein, ganz im Gegenteil. Gruß an die Familie. Alte Freunde? Wir haben zusammen in Oxford studiert. Ich wusste, er würde die Welt erobern. Trinken Sie was? Ja, gern. Er ist ein sehr integrer Mann. Der für 3 Millionen Pfund gestohlene Berichte kauft. Danke. Sind Sie dem Killer auf der Spur? Schön wär's. Es war ein Profijob. Es muss Sie jemand beauftragt haben. Ist das der gestohlene Bericht? Ja, geheimes Material vom russischen Ministerium für Atomenergie. Was wollte King damit?
Man hatte ihm den Eindruck vermittelt, dass dieser Geheimbericht die Terroristen identifizieren würde, die den Bau seiner neuen Ölpipeline sabotieren. Klingt interessant. Aber es erklärt nicht, warum jemand wollte, dass ich das Büro lebend verlasse. Als Bond einen Eiswürfel in sein Glas boxieren will, bildet sich, als er den Eiswürfel in die Hand nimmt, ein leichter Schaum an seinen Fingern. Bond stutzt. Vorhin hatte er die Geldbündel aus dem Koffer geholt. Jetzt der Schaum an seinen Fingern. Die Geldscheine müssen mit einer Chemikalie präpariert sein. King, das Geld! Bond stürmt los. Weg da, weg da, weg da! Zu spät. Kurz bevor Bond den Raum erreichen kann, in dem Mr. King soeben sein Geld in Empfang nehmen will, explodieren die Geldbündel. Bond betritt den verwüsteten Raum, sieht den toten Mr. King am Boden liegen. Gerade beugt Bond sich zu dem Toten hinunter, da peitschen von draußen durch das Fenster Schüsse in den Raum. Bond bleibt auf Tauchstation, sieht aber, wie von einer Yacht aus mitten auf der Themse auf ihn geschossen wird. Bond sprintet los, schnappt sich ein Spezialboot von MI6, jagt der Yacht hinterher, die inzwischen mit Höchstgeschwindigkeit die Themse hinunterrast. Mit Erstaunen sieht Bond, dass die Yacht von einer äußerst attraktiven Frau gesteuert wird. Und die kann nicht nur steuern, sondern auch feuern. Bond zieht den Kopf ein. Weiter geht die Yacht. Weiter, bis die Yacht am Ufer strandet. Doch Bond freut sich zu früh. Bevor das Boot explodiert, springt die Frau an Land und zwingt die Besatzung eines startbereiten Heißluftballons mit vorgehaltener Waffe, ihr den Ballon zu überlassen. Leinen los! Hey, was fällt Ihnen ein? Sie können doch nicht ein! Die Leinen los! Vorsicht, Leute! Leute, weg! Die Haltetaue werden gekappt, der Ballon steigt auf. Und im letzten Augenblick gelingt es Bond, eines der herunterhängenden Halteseile zu greifen. In einer Hand das Seil, in der anderen eine Pistole, hängt Bond jetzt unter dem immer höher steigenden Heißluftballon. Oben im Korb nimmt die Frau ihre Pistole und zielt mit ruhiger Hand auf den blinden Passagier. Hören Sie mir zu! Sie können nicht entkommen! Ich biete Ihnen einen Handel an! Sagen Sie mir, wer dahinter steckt, für wen Sie arbeiten! Tun Sie es nicht! Jagen Sie uns nicht in die Luft! Ich kann Sie beschützen, glauben Sie mir! Ich kann Sie beschützen! Vor ihm kann mich niemand schützen! Nein! Ein Schuss peitscht auf. Die Kugel trifft eine der Gasflaschen. Das Gas entströmt, entzündet sich an der Brennerflamme. Im Nu ist der Ballon ein einziger Feuerball. Bond fällt und fällt. Fällt in die Tiefe und zum Glück auf das federnde Dach eines großen Veranstaltungszeltes. Bis auf eine ziemlich schmerzhafte Schulterprellung hat Bond auch dieses Abenteuer unverletzt überstanden. Kurz darauf, Lagebesprechung beim MI6. Bond, den linken Arm in einer Schlinge, lauscht interessiert den Ausführungen des Chemikers von MI6. Das Geld war mit einem Ureid getränkt. Man könnte es eine höchst kompakte Düngemittelbombe nennen. Da er das Geld berührt hatte, löste das Eiswasser an 007 Cent eine chemische Reaktion aus. In einer der Banknoten war der Metallstreifen durch Magnesium ersetzt worden und fungierte als Zünder. Und Kings Schmucknadel am Revers war in Wirklichkeit eine Kopie, die mit einem Sender versehen war, der die Explosion auslöste. Mit anderen Worten, er hat die tödliche Bombe selbst gezündet. Es muss jemand gewesen sein, der King nahestand. Doch die einzige Person, die vielleicht mehr wusste, beging Selbstmord. Und wenn man die Größe von Kings Unternehmen bedenkt, kommen viele Menschen an vielen Orten in Frage. M. Ich werde es nicht zulassen,
Wir geben diesem feigen Terror nicht nach, der uns als Instrument benutzt, um einen Unschuldigen zu töten. Wir werden dieses abscheuliche Verbrechen sühnen. Und wenn wir die Mörder bis ans Ende der Welt verfolgen müssen, sie bekommen ihre gerechte Strafe. Im Entwicklungslabor von MI6. Hingebungsvoll bläst ein Schotte im Schottenrock auf einem Dudelsack, bis er ihn plötzlich umdreht. Aus den Pfeifen des Dudelsacks wird eine todbringende Waffe. Mr. Q ist stolz auf seine Erfindung. Mir waren Männer im Rock schon immer suspekt. Ihnen nicht auch, Q? Ersparen Sie mir Ihre Weisheit, 007. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, aber Sie haben was zerstört. Mein Fischerboot, auf dem ich meinen Ruhestand verbringen wollte. Fernab von Ihnen. Mr. Q drückt einen Knopf, ein Billardtisch wird zur Seite geschoben und auf einer kleinen Hebebühne fährt ein nagelneues BMW Cabrio Z8 nach oben. Natürlich ist der Wagen wieder mit sämtlichen Schikanen ausgerüstet, die alle mit der Fernbedienung zu aktivieren sind. Und jetzt möchte ich Ihnen gern den jungen Herrn vorstellen, den ich mir als Nachfolger heranziehe. Und ich habe die Ehre mit... Das ist 007. Nun, ich schrecke nicht vor der Behauptung zurück, dass Sie in dem Fahrzeug hier Ihren Meister gefunden haben. Ach ja? Neues Modell? Noch mehr Spielzeug? Hier haben wir die neueste Technik in Sachen Abwehrsystem verwirklicht. Titanpanzerung, ein multifunktionelles Alarmdisplay und er ist mit 6 Getränkehaltern bestückt. Alles in allem bestens ausgestattet. Ich würde ihn eher etwas überladen nennen. Ich denke... Sie sind nicht hier, um zu denken, sondern um meinen Anweisungen zu folgen. Also ziehen Sie die Jacke an und demonstrieren Sie 007, wie sie funktioniert. Mit Vergnügen. Passen Sie bitte ganz genau auf, 007. Ziehen Sie den rechten Ärmel über den rechten Arm. So, und den linken Ärmel über den linken Arm. So, und weiter. Druckknöpfe und Reißverschluss. Wenn Sie den unteren Zipfel des Reißverschlusses in die entsprechende Öffnung auf der anderen Seite einführen, ach, dann... bloß die Kordel ziehen! Mit einem Seufzer zieht Mr. Q an der bewussten Kordel. Sofort bläht sich die Jacke auf und bildet ein Sicherheitszelt, in dem jetzt allerdings der Assistent von Mr. Q verschwunden ist. Der Job ist ihm wie auf den Leib geschnitten. Das mit dem Ruhestand hat noch ein bisschen Zeit. Oder? Jetzt hören Sie mal, 007. Ich dachte, 2 Dinge hätten Sie von mir gelernt. Erstens, niemals zeigen, dass Sie verwundbar sind. Und zweitens? Immer einen Fluchtweg offenhalten. Bond nickt, dann geht er zurück in sein Büro, schaut sich auf dem Monitor das Material an, das von der Entführung von Elektra King vorliegt. Elektra King, der Tochter von Sir Robert King, der von einer Geldbombe getötet wurde. Guten Abend. Das Bangen um die entführte Elektra King ist vorüber. Die zypriotischen Behörden melden, dass sie entkommen konnte, nachdem sie 2 ihrer Entführer erschossen hat. Bond stutzt, als er von der Höhe der Lösegeldforderung auf dem Bildschirm liest, die die Kidnapper gestellt hatten. 5 Millionen Dollar. Bond rechnet. 5 Millionen Dollar sind etwas mehr als 3 Millionen britische Pfund. Exakt die Summe, die Bond zurückgebracht und Mr. King übergeben hatte. Genau das Geld, das Mr. King tötete. 5 Minuten später ist Bond bei M, der Chefin von MI6. Ja, 007? Klären Sie mich über die Entführung von Elektra King auf. Ich wüsste nicht, dass wir Sie mit diesem Fall betraut hätten. Ich kam mit dem Geld zurück, das King getötet hat. Nehmen Sie es nicht zu persönlich. Bestimmt nicht. Und Sie? Keiner außer Ihnen konnte Ihre Akte sperren. Bitte entschuldigen Sie uns. Ich lasse meine Autorität nicht untergraben, 007. Was ist passiert? Also, als Elektra King verschleppt wurde, versuchte ihr Vater, die Sache allein in die Hand zu nehmen. Ohne jeden Erfolg. Also kam er zu mir. Doch wie Sie wissen, pflegen wir nicht mit Terroristen zu verhandeln. Und entgegen meiner Gefühle, meines natürlichen Instinkts,
der wohl in jeder Mutter steckt, riet ich ihm von der Geldübergabe ab. Ich dachte, auf Zeit zu spielen wäre das Klügste. Sie wollten sie als Lockvogel benutzen. Ja. Die Summe in Sir Roberts Koffer entsprach verblüffend genau der Lösegeldforderung für seine Tochter. Eine Botschaft. Ihr Terrorist meldet sich zurück. Nach einem Blick auf das Papier ruft M sofort ihre Mitarbeiter wieder zu sich. Auf einem Monitor erscheint das Bild von Viktor Sokas, alias Renard, der Anarchist. 1996 war er in Moskau aktiv, davor in Pyongyang, Nordkorea. Außerdem wurde er in Afghanistan, Bosnien, im Irak, Iran, Beirut und Kambodscha gesehen. All die romantischen Urlaubsorte. Der Mann strebt das Chaos an. Nach dem Gespräch mit Robert sandte ich 009 aus, um Renard zu töten. Doch bevor er zum Zuge kam, konnte Elektra entkommen. Eine Woche später führte unser Mann den Befehl aus. Er schoss ihm direkt in den Schädel. Dort steckt die Kugel immer noch. Wieso hat er überlebt? Der Arzt, der ihn versorgt hat, konnte die Kugel nicht entfernen. Darum brachte Renard ihn um. Sie wandert durch das verlängerte Rückenmark und zerstört seine Sinne. Tastsinn, Geschmack und Geruch. Er spürt keinen Schmerz. Er ist belastbarer und zäher als jeder andere Mensch. Irgendwann wird die Kugel ihn töten, aber bis dahin nimmt seine Stärke von Tag zu Tag zu. Robert ist tot. Der MI6 schmachvoll geschlagen. Er hatte seine Rache. Noch nicht ganz. Renard hatte bei dieser Entführung 3 Gegenspieler. Und einen hat er bisher verschont. Elektra. Suchen Sie Elektra auf, 007. Sie führt die Arbeit Ihres Vaters, den Bau einer Ölpipeline am Kaspischen Meer, fort. Ich muss wissen, wer die Nadel vertauscht hat. Wenn Ihr Instinkt Sie nicht trügt, kommt Renard zurück. Und dieses Mal ist Elektra sein Ziel. Sie darf also wieder den Köder spielen. Sagen Sie ihr nichts von unserer Vermutung, dass der Mann immer noch hinter ihr her ist. Das wäre zu erschreckend. Ich werde Miss Kings Schatten. Aber beachten Sie, Schatten sollten vor oder hinter einem sein. Und nie oben auf. Aserbaidschan. Riesige Bohrtürme erstrecken sich hier am Kaspischen Meer, soweit das Auge reicht. Kräne und schweres Gerät arbeiten auf der Baustelle von Electra King. Von hier aus nimmt die Ölpipeline ihren Weg über hunderte von Kilometern durch ödes Steppenland und unzugängliches Gebirge. Eine undurchsichtige Staubfahne hinter sich aufwirbelnd, fährt Bond mit seinem Wagen auf das Gelände der Baustelle. Sie da! Kehren Sie um, der ganze Bereich ist gesperrt. Ich möchte zu Electra King. James Bond, Universal Export. Und ich bin Davidoff, Ihr Sicherheitschef. Die Leute aus dem Dorf machen uns gerade ein bisschen Ärger. Ich habe Miss King geraten, in ihrem Büro in Baku zu bleiben. Oh, verflucht. Aus dem Hubschrauber, der soeben landet, steigt eine sehr gut aussehende junge Dame. Electra King. Sie geht auf einen Priester in der Menge der Dorfbewohner zu, teilt ihm mit, dass sie den Abriss seines Dorfes für den Bau der Pipeline verhindern konnte. Führt die Pipeline drumherum. Das kostet uns Wochen und verschlingt Millionen. Ihr Vater war mit der Planung einverstanden. Dann lag mein Vater falsch. Ich will es so. Davidoff. Ich werde es versuchen. M hat mich auf Ihren Besuch schon vorbereitet, Mr. Bond. James Bond. Kannten Sie meinen Vater? Ich habe ihn einmal getroffen. Ganz kurz. Offenbar hat er Ihnen sein diplomatisches Geschick vererbt. Weil ich den Abriss verhindert habe? Und eine blutige Auseinandersetzung. Vor 100 Jahren haben die Vorfahren meiner Mutter das Öl hier entdeckt. Nach Gründung der Sowjetrepubliken gaben sich die Kommunisten 70 Jahre lang alle Mühe, dieses schöne Land auszuplündern. Ich habe die Schweinerei auf der Herfahrt gesehen. Die neue Pipeline soll unsere Zukunft sichern.
Aber es wäre ein Verbrechen, die Überbleibsel unserer Vergangenheit zu zerstören. Aber Sie sind nicht hier, um über Öl zu sprechen, oder? Nein. Eine Frage. Haben Sie je einen geliebten Menschen verloren, Mr. Bond? M schickt mich, weil wir fürchten, ihr Leben könnte in Gefahr sein. Kommen Sie, ich möchte Ihnen was zeigen. Elektra King führt Bond zu ihrem Büro, zeigt ihm auf der Karte, wo die endlos lange Pipeline verlaufen wird. Ich versuche, eine 800 Meilen lange Pipeline zu bauen, durch die Türkei. Vorbei an den Terroristen im Irak, Iran und in Syrien. Im Norden haben die Russen 3 Pipelines, die mit meiner konkurrieren. Sie werden alles tun, um mich zu sabotieren. Mein Vater wurde ermordet und die Dorfbewohner rebellieren. Und Sie, Mr. Bond, kommen nun extra angereist, um zu verkünden, dass mir eventuell Gefahr droht. Wir glauben, dass es sich um einen Insider handelt. Bond zeigt Elektra die verhängnisvolle Anstecknadel, die ihrem Vater den Tod brachte. Die Nadel meines Vaters? Nein, ein Duplikat. Der Sender darin hat die Bombe zur Explosion gebracht. Meine Familie hat sich schon 2-mal auf den MI6 verlassen. Ich mache den Fehler sicher kein 3. Mal. Ich will diese Pipeline, komme was wolle, fertigstellen. Und das ohne Ihre Hilfe, Mr. Bond. Ach. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss die Vermessungslinien kontrollieren. Die wollte ich auch schon immer kontrollieren. Sind Sie nicht in der Lage, ein Nein zu akzeptieren? Nein. Dann hoffe ich, dass Sie Skifahren können. Ich war auf einen kühlen Empfang vorbereitet. Und wenig später genießen Elektra und Bond in einer herrlichen, unberührten Gebirgslandschaft, wie sie schöner kaum sein kann, ihren Skiausflug. Sie fahren hervorragend, Mr. Bond. Sie mögen es, wenn man hinter Ihnen her ist, was? Ich nehme an, das passiert Ihnen regelmäßig. Viel seltener, als Sie wahrscheinlich meinen. Hier treffen Sie sich also. Die beiden Enden der Pipeline. Das Vermächtnis Ihres Vaters. Das meiner Vorfahren. Für die Welt. Erwarten Sie Besuch? Nein. 3 Gleitschirmjäger, das sind Motorschlitten an Gleitschirmen hängend und durch Propeller angetrieben, kommen näher. Bond ahnt nichts Gutes. Sie kommen nicht, um nett zu plaudern. Sie fahren in die Schlucht und ich lock sie in den Wald. Na los, worauf warten Sie noch? Beide fahren los. So schnell sie können und in verschiedene Richtungen. Sofort nehmen die Gleitschirmjäger die Verfolgung auf. Alle 3 jagen hinter Bond her, der verzweifelt versucht, den nahegelegenen Wald zu erreichen, der ihm etwas Deckung bieten kann. Schüsse peitschen auf. Handgranaten explodieren im Schnee. Nur um Haaresbreite kann Bond diesen Attacken aus der Luft entgehen. Bond erreicht den Wald. Der erste Gleitschirmjäger folgt ihm, verheddert sich aber mit seinem Schirm im Geäst der Bäume, stürzt ab. Die 2 anderen Gleitschirmjäger landen. Die Schirme werden gekappt, die Motorschlitten nehmen die Verfolgung am Boden wieder auf. Wie durch ein Wunder treffen die Kugeln nicht ihr Ziel. Hakenschlagend und im Zickzackkurs rast Bond in einem wahnwitzigen Tempo weiter, einen Abhang hinunter. Nicht ganz so gekonnt fährt einer der Motorschlitten und landet an einem Baum. Bond rast weiter und bremst abrupt ab. Einen halben Meter vor dem Ende eines Plateaus. Dahinter
eine endlos tiefe Schlucht. Der dritte Schlitten kann dieses Manöver nicht schnell genug nachvollziehen, bremst zu spät und rast in die Tiefe. Na dann, bis später auf der Hütte. Doch zu früh gefreut, Bond. Der Fahrer des Motorschlittens setzt einen Reserveschirm. Der Schlitten fängt sich, fliegt eine Kurve, kommt höher und höher. Fast hat der Schlitten das Plateau erreicht. Bond zögert nicht lange. Er springt auf den Gleitschirm des Jägers. Der Schirm zerreißt. Wieder stürzt der Schlitten ab. Und kurz vor dem Aufprall springt Bond. Landet genau neben Elektra im Schnee. Doch durch die Wucht der Explosion löst sich ein riesiges Schneebrett vom Hang, das Bond und Elektra unter sich begräbt. Im letzten Augenblick kann Bond an der Kordel seiner Jacke ziehen. Sofort bläst sich das Rettungszelt um Bond und Elektra auf, bietet ihnen etwas Schutz unter den Schneemassen. Oh mein Gott! Schon gut, schon gut. Ich kann nicht vertrauen! Ich muss hier raus! Sollen Sie auch! Sollen Sie auch! Elektra! Ich bekomme keine Luft mehr! Elektra! Elektra! Sehen Sie mich an! Sehen Sie mich an! Sehen Sie mir in die Augen! Sehen Sie mich an! Sehen Sie mich an! Ist ja gut. Wir schaffen das schon. Sie müssen mir vertrauen, okay? Und Elektra hat Vertrauen. Und peu à peu gelingt es Bond, sich und Elektra aus dem Schneegrab zu befreien. Am nächsten Tag. Elektra, der es bis auf ein paar Prellungen ganz gut geht, empfängt Bond in ihrer Wohnung in Baku. Alles in Ordnung? Ich muss Sie etwas fragen. Und sagen Sie mir bitte die Wahrheit. Wer ist es? Wer will mich umbringen? Wie schon gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich werde ihn finden. Keine gute Antwort. Nach der Entführung hatte ich Angst. Angst vor dem Ausgehen, Angst vor dem Alleinsein, Angst davor, andere Menschen zu treffen. Ich hatte einfach vor allem Angst. Irgendwann erkannte ich, dass ich nicht ewig ein Schattendasein führen kann. Ich darf doch mein Leben nicht von Angst bestimmen lassen. Und das werde ich nicht. Wenn ich den Täter habe, ist das auch vorbei. Gehen Sie nicht. Bleiben Sie bei mir. Bitte. Das darf ich nicht. Sie haben doch die Aufgabe, mich zu beschützen. Hier passiert Ihnen auch nichts. Und wenn mir das gar nicht gefällt? Ich bin bald zurück. Und wer hat jetzt Angst, Mr. Bond? Bond lässt diese Frage unbeantwortet, verlässt Elektra und fährt zum Spielcasino von Baku, dessen zwielichtiger Geschäftsführer, Mr. Valentin Sukowski, ein alter Bekannter von Bond ist. Hier in diesem Casino trifft sich die Welt, besonders aber die Halbwelt von Baku. Wo finde ich Valentin Sukowski? Überhaupt nicht. Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Sagen Sie, Bond ist hier. Sofort. Sie haben mich nicht verstanden, Mister. Da der Barkeeper keine Anstalten macht, auch nur irgendetwas zu unternehmen, nimmt Bond ihn kurzerhand in den Schwitzkasten. In diesem Augenblick taucht Sukowskis Bodyguard auf. The Bull. Eine wahre Augenweide. Über und über mit Goldketten behangen, goldene Ringe in den Ohren und auch das Gebiss wurde als Goldanlage verwendet. Mr. Sukowski wird erfreut sein, Sie zu sehen. Nach Ihnen. Nein. Nach Ihnen. Ich bestehe darauf. Immer langsam. Jetzt bist du dran.
Bond, James Bond. Und das sind Nina und Verschka. Schicken Sie sie weg, Valentin. Wir müssen reden. Warum mache ich mir auf einmal Sorgen? Ich könnte unterversichert sein. Ja? Ganz locker, James. Los, Kinder, raus mit euch, verschwindet. Bull, gib ihnen Bares. Und pass auf, dass sie es in diesem Casino verspielen. Wir sehen uns noch, Mr. Bond. Er legt sein Geld sehr solide an. Mr. Bullen traut den Banken nicht. So, was liegt Ihnen auf dem Herzen? Ich bezweifle, dass ich Ihnen helfen kann. Ich bin jetzt ein aufrechter Geschäftsmann. Probieren Sie den Kaviar. Eigene Marke, Zukowskis Feinest. Was sagt Ihnen das? Bond reicht Zukowski ein Stück Tuch von einem Schirm der fliegenden Motorschlitten, das mit russischen Initialen bedruckt ist. Russischer Special Service. Atomenergie-Antiterror-Einheit. Wo haben Sie das denn her? Von einem Paraglider, der Elektra King heute umbringen wollte. Und hinter all dem steckt Renard. Das ist wohl der richtige Augenblick für einen Drink. Und nach dem Drink erzählt Zukowski von Renard, der vor seiner Karriere als Terrorist Agent des russischen KGB war. Und dann nach Afghanistan sah der KGB in Renard nur noch eine Belastung und schickte ihn in die Wüste. Jetzt arbeitet er frei. Aber für wen? Vier Pipelines kämpfen hier um die Vormacht. Ich möchte wetten, dass die Hälfte meiner Casino-Kundschaft sehr glücklich wäre, wenn die King Pipeline verschwinden würde. Was ist so komisch? Ach, gar nichts. Es sieht nur so aus, als würde Miss King ihre Besorgnis nicht teilen. Bond schaut auf den Überwachungsmonitor und sieht Elektra King in feinster Abendgarderobe das Casino betreten. Sofort ist er bei ihr. Was wollen Sie denn hier? Dasselbe, was Sie wollen. Die Leute aufspüren, die heute versucht haben, mich zu töten. Zu Hause werden Sie besser aufgehoben. Fahren wir. Nein, die sollen mitbekommen, dass ich mich nicht verkrieche. Miss King, welche Freude, Sie zu sehen. Der Platz Ihres Vaters ist immer für Sie frei. Frei? Freihaus gibt's nichts von Ihnen, Zukowski. Ihr Vater hatte hier Kredit bis zu $1 Million. Darf ich auch Ihnen diese kleine Gefälligkeit einräumen? Wonach steht Ihnen der Sinn? 17 und 4? Blackjack, das Spiel Ihres Vaters? Warum so kompliziert? Nur eine Karte. Die höhere gewinnt. 1 Million. Gelassen schreibt Elektra einen Scheck über $1 Million aus, legt ihn auf den Spieltisch. Zukowski will die erste Karte abheben, da... Moment. Heben Sie die obersten drei Karten ab. Sie wollen mich um jeden Preis beschützen, was? Momentan vor Ihnen selbst. Ich weiß nicht, was das hier soll. Wenn man nicht fühlt, dass man lebt, wird das Leben sinnlos. Zukowski zieht eine Karte, reicht sie Elektra. Die Herzdame. Mit eiskaltem Blick zieht Zukowski seine Karte. Wie mir scheint, haben Sie wohl verloren. Kreuz Ass. Ohne mit der Wimper zu zucken, reicht Elektra Zukowski den Scheck über $1 Million. Sie nehmen es mir doch nicht übel. Beehren Sie uns bald wieder. Ein beißender Qualm umgibt den kleinen Platz mitten in den Bergen, den der Terrorist Renard als Treffpunkt ausgewählt hat. Aus vielen schmalen Erdspalten züngeln kleine Flammen, hüllen die Umgebung in ein gespenstisches Licht. Ein wahrhaft höllischer Ort, aber genau richtig für Renard, der sich hier mit seinen Leuten trifft, die für viel Geld für ihn arbeiten. Einer dieser Leute, Davidov, der Sicherheitschef von Elektra King. Willkommen im Atem des Teufels.
Für gläubige Hindus ist dies seit tausenden von Jahren eine Pilgerstätte. Sie wollen das Wunder dieser Flammen erleben, die von Natur aus niemals erlöschen. Um die Stärke ihres Gottesglaubens zu prüfen, nehmen Sie diese glühenden Steine in die Hand, während Sie Ihre Gebete sprechen. Ohne eine Miene zu verziehen, nimmt Renard einen der glühenden Steine in die Hand, hält ihn fest umklammert. Also, Davidov, erzählen Sie mir, was passiert ist. Sie haben mir die besten Leute versprochen. Mr. Arkov hat modernste Waffen geliefert. Ja, aber Bond... Bond war unbewaffnet. Zu Ihnen, Arkov. Ist für morgen alles vorbereitet? Die Sondergenehmigung und die Pässe sind im Wagen. Und das Flugzeug wird heute Abend bereitstehen, aber... Aber was? Wir sollten den Rest der Operation lieber abblasen. Irgendwann fällt es auf, dass die Gleitschirme nicht mehr da sind. Man wird anfangen, Fragen zu stellen. Die kommen auch zu mir. Und alles nur wegen seiner Inkompetenz. Verstehe. Ja, Sie haben recht. Ich sollte ihn dafür bestrafen. Hämisch grinsend drückt Renard Davidov den glühenden Stein in die Hand. Ich habe offenbar zu viel von Ihnen erwartet. Bitte, bitte! Liquidieren. Er hat die Glaubensprüfung nicht bestanden. Ihre Chance aufzurücken. Holen Sie sich seinen Ausweis. Und kommen Sie nicht zu spät. Etwas angenehmer haben es da schon Elektra und Bond, die sich beide in Elektras Bett räkeln. Zärtlich streichelt Elektra Bonds immer noch schmerzende Schulter. Oh, arme Schulter. Tut bestimmt sehr weh. Mhm. Da hilft nur ständige Zuwendung. Ich wusste es. Ich wusste es von Anfang an. Ich wusste, wie es mit dir sein würde. Wieso bist du noch am Leben? Ich habe die Wachen verführt, meinen Körper benutzt, um sie zu kontrollieren. Irgendwann hatte ich eine Waffe in der Hand und fing an zu schießen. Und wie machst du das? Wie schaffst du es zu überleben? Ich labe mich an Anmut und Schönheit. Doch Liebe hin, Liebe her, Bond hat noch etwas zu erledigen. Spät in der Nacht fährt er zur Baustelle der Pipeline und er war nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Auch Davidov erscheint, denn in dieser Nacht soll Renards Unternehmen starten. Bond zögert nicht lange. Er überwältigt Davidov, nimmt dessen falschen Ausweis von Dr. Arkov an sich. Kaum hat Bond Davidov in seinen Kofferraum gesperrt, da wird er von einem russischen Offizier angesprochen. Es ist schon spät. Können wir? Warum ist Davidov nicht hier? Er ist mir angekündigt worden. Der steckt bis zum Hals in Arbeit. Also kommen Sie. Verschwinden wir von hier. Bond, alias Dr. Arkov und der russische Offizier gehen zu einem bereitstehenden Flugzeug, in dem schon 6 Männer in russischen Uniformen Platz genommen haben. Der Flug ist kurz und führt sie zu einer Anlage, in der in riesigen unterirdischen Hallen im Rahmen der Abrüstungsverträge russische Atombomben demontiert und zerstört werden. Fertig machen. Wir sind in 10 Minuten da. Vor allem nicht den Ausweis vergessen. Die Maschine landet, die Insassen werden von Sicherheitsbeamten in Empfang genommen. Bond zeigt den Ausweis von Dr. Arkov. Willkommen in Kasachstan, Dr. Arkov. Ich bewundere Ihre Arbeit schon sehr lange. Wissenschaftler von Ihrem Format sehen wir hier selten. Ich gehe, wohin die Arbeit mich führt.
Oh, haben Sie übrigens die Transportdokumente? Aus der letzten da unten habe ich das Plutonium entfernt. Sie können jetzt die Sprengsätze zünden. In Ordnung. Das da ist die IDE-Physikerin. Vergessen Sie es, für Männer hat die nichts übrig. Ich gebe Ihnen mein Wort. Übrigens haben wir dieses Jahr 4 Testbasen stillgelegt. Ach, keine Chance, da läuft gar nichts. Bond kann und will es nicht glauben, dass eine so attraktive Frau wie diese Wissenschaftlerin nichts mit Männern am Hut haben soll. Er setzt sein nettestes Lächeln auf, als sie ihn anspricht. Hat es einen Grund, dass Sie hier sind? Oder warten Sie nur auf eine Eingebung? Und wer sind Sie? Michail Arkow, russisches Ministerium für Atomenergie. Miss... Dr. Jones. Christmas Jones. Und bitte keine Witze, ich kenne Sie alle. Ich kenne keine Doktorwitze. Ist in Ordnung. Ihre Freunde sind schon zugange. Nehmen Sie den Aufzug nach unten. Und, bekomme ich für die Arbeit keinen Schutz? Nein, Dr. Arkow. Da unten ist nur waffenfähiges Plutonium. So gut wie ungefährlich. Hier oben sind die Wasserstoffbomben aus Ihrem Labor, aus denen Tritium entweicht. Aber mit denen schlage ich mich seit 6 Monaten herum. Wenn Sie also überhaupt Schutz brauchen, dann von mir. Ihre Freunde warten. Ach, übrigens, malo akzenta u vas, la ruskava. Я учился за границей. Der Aufzug bringt die beiden tief in die Erde hinunter. Und als sie aussteigen, erwartet Bond eine riesige Halle, in der es nur so von Kränen, Gabelstaplern, Schweißgeräten und anderen Werkzeugen wimmelt. Mitten in der Halle hängt, an einem Haltegurt, eine Atombombe. Mehrere Männer machen sich daran zu schaffen. Und einer der Männer ist Renard. Was macht der hier? Was hat er vor? Bond setzt sich von Christmas Jones ab, die anderweitig zu tun hat, wie sie sagt, und schleicht sich an Renard heran, hält ihm von hinten seine Pistole an den Kopf. Erwarten Sie Davidov? Er hat statt des Flugzeugs nur eine Kugel erwischt. Kommen Sie! Und halten Sie die Klappe! Sie wollen mich töten? Ich bin doch schon tot. Ja, aber für mich nicht tot genug. Ist das Ihre Art, Danke zu sagen? Schließlich habe ich Sie im Büro des Bankiers verschont. Ja, ganz recht. Ich wollte Sie nicht töten. Sie haben für mich gearbeitet, das Geld übergeben, King vernichtet und mir mein Flugzeug gebracht. Was planen Sie mit der Bombe? Sie fangen an. Oder haben Sie vielleicht gar keinen Plan? Die Bombe wird jedenfalls hier bleiben. Genau wie Sie. Wie traurig. Von einem Mann bedroht zu werden, der nicht begreift, womit er es zu tun hat. Vollkommen sinnlos, die Rache eines Mannes begreifen zu wollen, der an nichts glaubt. Und an was glauben Sie? Hä? An die Macht des Kapitals? Na los, erschießen Sie mich! Ich würde es begrüßen. Meine Männer hören den Schuss und erledigen sie. Das Feuergefecht würde wiederum die halbe Armee von oben alarmieren. Aber wenn in 20 Minuten ein bestimmter Telefonanruf ausbleibt, ist Elektra tot. Sie bluffen nur. Eine bildschöne Frau, nicht wahr? Sie hätten sie vorher haben sollen, als sie noch unschuldig war. Wie ist das? Zu wissen, dass ich sie vor ihnen hatte. Das hasse ich es, unbewaffnete Menschen zu töten. So ein Mord mit Vorsatz widert mich an. Ich bin's langsam leid, exekutiert zu werden. Aber in Ihrem Fall empfinde ich gar nichts. Genau wie Sie. Aber andererseits, wenn man nicht fühlt, dass man lebt, wird das Leben sinnlos. Hey! Runter mit der Waffe! Bleiben Sie, wo Sie sind! Er ist ein Betrüger. Dr. Arkow ist 63 Jahre alt. Das ist Ihr Betrüger. Zusammen mit den Männern draußen im Flugzeug. Sie wollen die Bombe stehlen. Ich sagte, runter damit! Bond hat keine Chance gegen diese Übermacht russischer Soldaten. Renard lächelt. Ein tödlich zufriedenes Lächeln. Dann gibt er seinen Männern Zeichen, den Abtransport der Bombe weiter vorzubereiten. Ivov Nies! Prekrasna! Gut gemacht. Er wollte uns alle töten.
Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, und er ist kein Atomwissenschaftler. Dr. Jones zeigt ein Bild des wahren Dr. Arkow. Sie haben ihn runtergelassen, nehme ich an. Langsam geht Renard auf Bond zu. Sie hatten mich. Aber ich wusste, Sie würden die Verantwortung nicht auf Ihre Schulter nehmen. Mit diesen Worten greift Renard an Bonds verletzte Schulter, drückt sie so fest er kann. Ich würde gern ohne weitere Unterbrechungen fortfahren. Niet, hier sind mir zu viele neue Gesichter. Ihr ist mit inbegriffen. Die Bombe bleibt hier, bis ich mich vergewissert habe. Hey, herhören! Alle Mann nach oben! Dabei, dabei! Renard gibt seinen Männern ein Zeichen. Und die töten alles, was ihnen im Wege steht. Weg hier! Bond schnappt die Wissenschaftlerin, zieht sie hinter sich her. Astafi, Astafi! Darüber! In einer zweiten Halle sind sie fürs Erste in Sicherheit. Wer sind Sie? Ich arbeite für die britische Regierung. Und die möchte nicht, dass eine noch funktionsfähige Atombombe in die Hände von Terroristen fällt. Bond sieht, wie die Bombe zum Aufzug gefahren wird, um sie hochzuschaffen. Nicht einen Moment zögert er. Um sich schießend bahnt er sich den Weg zum Fahrstuhl frei. Aber zu spät. Die Fahrstuhltür schließt sich. Hinter der vergitterten und panzerverglasten Tür Renard und die Bombe. Nichts für ungut, Mr. Bond, aber damit sind wir quitt. Denn gleich fühlen Sie auch nichts mehr. Der Aufzug setzt sich in Bewegung. Die durch die Schießerei ausgebrochenen Brände weiten sich immer mehr aus. Explosionen überall. Bond reißt die Wissenschaftlerin mit sich, rennt zur zweiten Halle, die noch Schutz bietet. Noch, aber die Flammenhölle kommt näher und näher. Beide erreichen die Schleuse zur zweiten Halle. Die Schleuse zu! Machen Sie dicht! Kommen Sie! Zum Glück gibt es auch hier einen Fahrstuhl, der Sie wieder nach oben bringt. Hoch mit Ihnen! Los! Warten Sie! Sie sind also ein britischer Spion. Haben Sie auch einen Namen? Mein Name ist Bond. James Bond. Und Sie sind oben. Doch auch hier herrscht das Chaos. Laufen Sie! Na los! Schneller! Hemmungslos um sich schießend gelingt es Renard und seinen Männern, die Bombe zum Flugzeug zu bringen, sie dort zu verladen. Und schon kurz nach dem Start ist das Flugzeug in einer dichten Wolkendecke verschwunden. Die kommen nicht weit. Jeder Sprengkopf kann über eine Chipkarte geortet werden. Wir verfolgen das Signal. Wir befinden uns im Hauptquartier von MI6. Kennen wir den Aktionsradius von Renards Flugzeug? Er entspricht diesem Kreisen, in dem Russland, Armenien, Iran, Kasachstan, Usbekistan... Darf ich kurz unterbrechen? Elektra King ruft das Baku an, auf dem Videoanschluss. Bitte auf den großen Schirm. Auf Knopfdruck erscheint Elektras besorgtes Gesicht auf dem Bildschirm. Ich bitte für diesen Anruf um Entschuldigung, aber James ist verschwunden.
Er hat meine Villa mitten in der Nacht verlassen und mein Sicherheitschef wurde in der unmittelbaren Nähe eines kleinen Flughafens aufgefunden. Ermordet. Ich schicke dir jemanden. Können Sie nicht kommen? Ich will nicht sein nächstes Opfer sein. Sie machen den Flug klar. Nein, hören Sie. Ich habe mich entschieden. Während der Flug von M vorbereitet wird, erscheint Bond in Elektras Villa. Die Gute ist sehr überrascht über diesen unverhofften Besuch. Zumal Bond ihren Leibwächter Gabor niederschlagen musste, Gabor? Um zu ihr gelangen zu können. James? Überrascht. Was soll das? Wie kommst du dazu? Bist du verrückt? Schon möglich. Aber vielleicht gilt das ja auch für dich. Ich meine, wenn man nicht fühlt, dass man lebt, wird das Leben sinnlos. Stimmt doch, oder? Ist das nicht dein Motto? Was willst du damit sagen? Oder hast du es von deinem alten Freund Renard gestohlen? Was? Wir hatten heute einen kleinen Plausch. Er wusste alles über uns, über meine Schulter. Er kannte meine Schwachstellen. Heißt das, Renard ist der Mann, der mich umbringen will? Schluss mit dem Theater. Okay? Das war's. Ich weiß nach wie vor nicht, was du meinst. Oh doch, ich denke schon. Es nennt sich Stockholm-Syndrom. Ist bei Entführungen bekannt. Junges, beeinflussbares Opfer. Wohlbehütet. Sexuell eher unerfahren. Ein dominanter Entführer. Der weiß, wie er Menschen foltert und manipuliert. Irgendwann macht es im Kopf des Opfers Klick. Es verliebt sich in seinen schlimmsten Feind. Was fällt dir ein? Du sprichst von einem Tier, einer Bestie. Dieser Kerl ekelt mich an. Du ekelst mich an. Er wusste von deiner Verletzung, na und? Bei der Trauerfeier hattest du den Arm in einer Schlinge. Um das in Erfahrung zu bringen, musste ich nicht mit dir ins Bett steigen. Er hat dich wortwörtlich zitiert. Er wusste es eben. So wie du gewusst haben musst, dass dieser Mann mich umbringen will. Und gelogen hast. Du hast mich benutzt. Als Köder für das Monster. Du warst mit mir im Bett. Wieso? Um dir die Zeit zu vertreiben, während du auf deinen Gegner wartest? Hallo? Er hat zugeschlagen. 10 Opfer draußen an der Pipeline. Ich komme mit, Elektra. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber ich habe M angerufen. Sie nimmt es selbst in die Hand. Und M hat die Sache schon in die Hand genommen. Sofort nach ihrer Ankunft lässt sie sich von Bond berichten. Informieren Sie mich. Wie ist der Stand? Ich habe bei einem von Renards Männern den Ortungschip aus der Bombe gefunden. Also können wir sie nicht orten, aber... Aber was? Bei allem Respekt. Sie hätten nicht hierher kommen sollen. Selbst Ihnen muss doch klar sein, wem wir das zu verdanken haben. Sie haben einen klaren Befehl missachtet und das Mädchen allein gelassen. Vielleicht ist dieses Mädchen nicht so unschuldig, wie Sie denken. Was soll das heißen? Vielleicht ist die gesuchte Person, ich meine die, die King den Sender verpasst hat, nicht männlich, sondern sehr weiblich. Sie tötet ihren Vater und zerstört die eigene Pipeline? Wieso sollte sie das tun? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Nach dem Gespräch fährt Bond sofort zu Elektras Büro, um sich dort über die Folgen des Anschlags auf die Pipeline zu informieren. Bunte Punkte huschen auf einer Monitorwand hin und her. Da stimmt was nicht. Was ist das? Ein Überwachungsschlitten. Er fährt die Strecken ab und sucht in der Pipeline nach Rissen. Halten Sie ihn an. Ich verstehe das nicht. Er reagiert nicht. Der Bereich hier ist sicher. Kein Hinweis auf eine Bombe. Die Bombe ist in der Pipeline. Oh mein Gott. Müssen sie irgendwie da reingeschleust haben. Darum auch der Anschlag. Nimm Kurs auf den Ölterminal. Hier wäre die Explosion am verheerendsten. Fordere deine Leute auf, den Terminal zu räumen. Heißt das, du glaubst mir jetzt? Wir haben hier eine Notfallsituation. Also bitte, gehen Sie. Gehen Sie. Das Öl ist sein Ziel. Natürlich.
Die eine Pipeline, die die Versorgung des Westens fürs nächste Jahrhundert sichern soll. Haben Sie einen Vorschlag? Möglicherweise. Wie weit ist er vom Terminal entfernt? Und wie schnell ist er unterwegs? Noch 106 Meilen bis zum Terminal. Geschwindigkeit 70 Meilen pro Stunde. Noch circa 90 Minuten. Gibt's noch so einen Schlitten? Einer parkt in der Relaisstation, genau dazwischen. Charles, können Sie mich da rausfliegen? Natürlich. Moment mal. Haben Sie wirklich das vor, wonach es sich anhört? Was brauche ich, um meine Atombombe zu entschärfen? Mich. Sofort setzen sich Bond und die attraktive Dr. Jones in einen Hubschrauber, der sie zu einer Relaisstation der Pipeline bringt. Hier parkt ein weiterer Schlitten. Und diese Station befindet sich weit vor dem Punkt der Pipeline, an dem der Atombombenschlitten im Augenblick unterwegs ist. Bond und Dr. Christmas Jones machen ihren Schlitten startklar. Sie gehen nach vorn. Wir müssen das Tempo so wählen, dass der andere Schlitten uns einholt. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen. Alles klar. Wissen Sie, wie man so ein Ding bedient? Dazu braucht man keinen Abschluss in Kernphysik. Fahren Sie schneller! Bond hat die Geschwindigkeit ihres Schlittens so kalkuliert, dass der Schlitten mit der Atombombe sie jeden Augenblick einholen muss. Da kommt er! Bond sieht, dass ihre eigene Geschwindigkeit zu langsam ist. Der Atombombenschlitten würde sie rammen. Also... Er fährt auf uns drauf! Schneller, los! Dr. Jones legt etwas an Tempo zu. Jetzt stimmt ihre Geschwindigkeit. Langsam holt der zweite Schlitten auf. Fährt jetzt direkt hinter ihnen. Und festhalten! Vorsichtig versucht Dr. Jones, ihren Schlitten abzubremsen. Aber... Ich kann nicht bremsen! Er reagiert auf gar nichts! Keine Chance. Die Bremsen funktionieren nicht. Also klettern Dr. Jones und Bond auf den zweiten Schlitten und versuchen während dieser Achterbahnfahrt in der Pipeline eine Atombombe zu entschärfen, deren Zünduhr immer mehr der Null entgegentickt. Eine taktische Atombombe, geringere Sprengkraft. Geben Sie mir Halt. Sie haben doch hunderte davon entschärft, oder? Ja, aber normalerweise halten die still. Tja, wissen Sie, das sind die kleinen Herausforderungen des Alltags. Sehen Sie mal da oben. Die Schrauben sind ganz schön zerkratzt, finden Sie nicht? Sie haben recht, da hat jemand dran rumgespielt. Vorsichtig und so behutsam, wie es bei dem Gerumpel der weiterrasenden Schlitten möglich ist, öffnet Dr. Jones den allerheiligsten Teil der Bombe. Den Teil, der das Plutonium enthält. Und erlebt eine Überraschung. Sehen Sie mal, die Hälfte des Plutoniums fehlt. Soll das heißen, es hätte eine Kernspaltung stattgefunden? Es reicht, wenn der Sprengsatz für die Zündung explodiert. Es wird uns beide in Stücke reißen. Hände weg! Aber es ist noch nicht zu spät! Explodieren lassen! Und die Uhr zeigt nur noch 47 Sekunden bis zur Zündung des Sprengsatzes. Vertrauen Sie mir einfach! Durchrutschen! Durchrutschen! Abspringen! Springen Sie! Bond und Dr. Christmas Jones warten nur einen Augenblick. Dann springen beide von dem rasenden Atombombenschlitten, rollen sich ab und überstehen halbwegs unverletzt diesen selbstmörderischen Sprung. Die Schlitten rasen weiter, bis... In Elektras Büro herrscht Betroffenheit. Das ist seltsam, wie es aussieht, war es keine atomare Explosion. Meldung von Robinson. Die Bombe ist nicht hochgegangen, aber die Zündladung hat einen 80 Meter langen Abschnitt in die Luft gesprengt. Und Bond? Nichts, gar nichts. Das tut mir schrecklich leid. Aber ich habe ein Geschenk für Sie. Ich möchte Ihnen was geben, was meinem Vater gehört. Er hätte es nicht anders gewollt. Können wir das vielleicht verschieben? Bitte.
Er hat mir oft davon erzählt, mit wie viel Mitgefühl sie ihn während meiner Entführung beraten haben, damit er die richtigen Entscheidungen trifft. M öffnet die Schachtel, wird blass. In der Schachtel findet sie die Anstecknadel von Elektras Vater. Wissen Sie, wie wertvoll die ist? Ich konnte nicht verantworten, dass sie mit ihm in die Luft gesprengt wird. Elektras Leute erschießen alles, was nicht zu ihren Leuten gehört. Außer M. Ich war sehr enttäuscht, dass ihr nicht beide durch das Geld umgekommen seid. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch eine Chance bekomme. Doch dann ist mir, dank Ihnen, die Lösung in den Schoß gefallen. Bond. Und wie Sie schon sagten, er ist der Beste, den ihr habt. Oder sollte ich sagen, hattet? Führt sie raus zum Hubschrauber. Während M abgeführt wird, haben Bond und seine attraktive Begleitung den gesprengten Teil der Pipeline erreicht und klettern aus dem zerfetzten Rohr. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Springen Sie, springen Sie! Können Sie mir mal sagen, was das sollte? Ich hätte das verhindern können. Sie hätten uns fast umgebracht. Nein, nicht nur fast. Sie hält uns für tot und glaubt, dass sie gewonnen hat. Könnten Sie Ihren Spionageslang für Normalsterbliche übersetzen? Wer ist sie? Elektra King. Warum sollte die ihre eigene Pipeline in die Luft sprengen? Um jeden Verdacht zu zerstreuen. Die Explosion lenkt vom Diebstahl des Plutoniums ab und erweckt den Eindruck eines Terroranschlags. Aber die Hälfte war noch da. Das Zeug sollte durch die Gegend fliegen, damit keiner auf die Idee kommt, es könnte was fehlen. Aber was wollen die mit der anderen Hälfte? Das reicht nicht, um eine Atombombe zu bauen. Wer weiß? Sie sind doch die Fachfrau von uns beiden. Keine Ahnung. Wenn der gefährlichste Terrorist der Welt mit 6 Kilo waffenfähigem Plutonium herumläuft, kann das nicht gut sein. Ich muss es zurückholen, sonst kriegt man mich am Arsch. Immer eins nach dem anderen. Bond an Robinson, hören Sie mich? Ganz nebenbei. Ich meine, bevor es weitergeht. Eins würde ich gern wissen. Was läuft da zwischen Ihnen und Elektra? Alles rein plutonisch. Entschuldigung. Bond an Robinson, hören Sie mich? Kommen wir zu Ihnen. Was treiben Sie hier in Kasachstan? Ich versuche, solchen Fragen zu entgehen. Genau wie Sie. Ich empfange Sie 007. Alarmstufe rot. M und Elektra werden vermisst. 3 Männer sind tot. Warte auf weitere Instruktionen. Out. Wie geht's jetzt weiter? Vielleicht habe ich eine kritische Komponente unterschätzt. Sprechen Sie vom Plutonium? Nein. Vom Beluga. Kaviar. Istanbul, Türkei. In den wunderbar ausgestatteten Räumen einer großzügigen Villa, direkt am Wasser gelegen, umarmt Elektra das Liebste, das sie auf dieser Welt besitzt. Ihren Renard, den gefährlichsten Terroristen dieser Welt. Bekomme ich mein Geschenk? Die Macht, die die Welt verändern wird. Nur zu. Es ist ungefährlich. Leg die Hand auf dein Schicksal. Und Renard legt Elektras Hände zärtlich auf eine Halbkugel von 6 Kilogramm Plutonium. Ich hab dir natürlich auch was mitgebracht. Elektra nimmt Renards Hand, führt ihn zu einem kleinen Verlies. Hinter Gittern gefangen gehalten, schaut M mit kaltem Blick auf den, der ihr jetzt gegenübersteht. Das ist dein Geschenk. Ein letzter Gruß unseres lieben Mr. Bond. Meine Scharfrichterin. Das Lob habe ich nicht verdient. Aber ich verlasse mich ganz auf meine Mitarbeiter. Ihre Mitarbeiter? Ihre Mitarbeiter lassen Sie hier elendig verrecken. Die tun so wenig wie ihr damals. Sie und mein Vater. Dein Vater war ein... Mein Vater war ein Nichts. Sein Königreich war gestohlen von meiner Mutter. Ich hole nur zurück, was er uns einst genommen hat. Zufrieden mit dem, was Sie erschaffen haben? Ich muss gestehen, es ist Ihr Verdienst. Die Frau, die ich entführte, war der personifizierte Engel. Und Sie überließen das Mädchen einem Mann wie mir.
Sie haben sie zerstört. Und warum? Weil sie mich wollten. Sie ist doch 100-mal mehr wert. In dem Punkt sind wir uns einig. Ja. Und ich sorge noch für eine andere Gemeinsamkeit. Sie werden sterben, zusammen mit der ganzen Stadt. Und der prahlerisch strahlenden, ölvernarrten Zukunft des Westens. Seit ihr Agent mich töten sollte, sehe ich zu, wie die Zeit langsam verrinnt. So wie mir mein Leben unter den Fingern. Jetzt bereite ich Ihnen dasselbe Vergnügen. Sehen Sie auf die Zeiger, M. Morgen Mittag um 12 läuft Ihre Zeit ab. Und ich garantiere Ihnen, ich treffe mein Ziel. Renard geht zurück zu Elektra. Er umarmt sie mit einer Zärtlichkeit, die diesem Mann eigentlich nicht zuzutrauen ist. Wie wunderschön. Unglaublich zart. Und warm. Woher willst du das wissen? Wieso bist du so? Vielleicht, weil Bonn tot ist? Du hast es doch so gewollt. Natürlich habe ich's gewollt. War er ein guter Liebhaber? Was dachtest du? Dass ich dabei nichts fühlen würde? Renard ist wütend. Diese verdammte Kugel in seinem Körper. Sie lässt ihn keinen Schmerz empfinden, aber auch keine Zärtlichkeit. Gegen beides ist sein Körper abgestumpft. Hallo? Bond lebt. Diese Nachricht, die ihr von The Bull, Mr. Sukowskis goldenem Leibwächter, zugetragen wurde, schockiert Renard und Elektra. Sind ihre Pläne jetzt wieder gefährdet? Bond ist inzwischen mit Dr. Christmas Jones auf dem Weg nach Baku zu Valentin Sukowski, der hier neben dem Casino auch noch eine Kaviarfabrik sein eigen nennt. Bond geht nicht in Sukowskis Büro, er stürmt es und hält sich auch nicht lange mit einer Vorrede auf. Können Sie nicht guten Tag sagen, wie jeder normale Mensch? Was haben Sie mit Elektra King zu schaffen? Ich dachte, dass Sie es wären, der sich an ihr zu schaffen macht. Sie haben mit keiner Wimper gezuckt, als sie die Millionen in ihrem Casino gelassen hat. Wofür schmiert die Lady sie? Hm? Also, wenn ich sie wäre, würde ich mir eine Beziehung zu so einem Kerl da zweimal überlegen. Jetzt reicht's! Das war ein Beluga für 5000 Dollar. Hinüber! Ein Witz verglichen mit dem, was eine 20 Megatonnen Atombombe anrichtet. Wovon reden Sie? Wir wissen, dass heute Morgen eine Atombombe gestohlen wurde. Renard und Elektra King stecken unter einer Decke. Das wusste ich nicht. Und was wissen Sie? Und was jetzt passiert, ist die Hölle. Ein Hubschrauber taucht auf, der an einer speziellen Halterung 6 rasiermesserscharfe Sägeblätter hinter sich herzieht, die sich wie bei einer Kreissäge in rasendem Tempo drehen. Normalerweise wird ein solcher Hubschrauber dazu verwendet, um bei hohen Bäumen das ausufernde Geäst zu beschneiden. Aber in diesem Fall hat er sich die Holzbaracken von Sukowskis Kaviarfabrik vorgenommen. Speziell die Baracke, in der Sukowski sein Büro hat. Wie durch Butter gleiten die Sägeblätter durch das Holzhaus, teilen es in 2 Hälften. Sofort greift Bond eine Waffe, eröffnet das Feuer auf den wieder anfliegenden Hubschrauber, der mit seinen drehenden Sägeblättern jetzt einen Angriff auf Bond fliegt. Der Angriff schlägt fehl. Der Hubschrauber dreht wieder ab. 2 weitere Baracken werden bei diesem Manöver Opfer der mörderischen Sägeblätter. Dann durchschneiden sie eine Gasleitung. Das ausströmende Gas entzündet sich. Explosionen runden das Inferno ab.
Mit der Fernbedienung gelingt es Bond, seinen BMW zu aktivieren. Er lotst ihn zu sich heran, steigt ein, aktiviert die Radarkonsole. Der Leitstrahl sucht den Hubschrauber, findet ihn. Bond betätigt einen Schalter. Auf der rechten Seite des Wagens öffnet sich eine Klappe. Eine Mini-Rakete wird herausgefahren. Ein weiterer Schalter. Das Geschoss sucht seinen Weg auf den Leitstrahl zum Hubschrauber und findet ihn. Das war's. Durch die Reste dessen, was mal eine Kaviarfabrik war, geht Bond zurück zu Sukowski, der sein Heil in der Flucht gesucht hat, dabei aber in ein Bassin mit Kaviarlake gestolpert war. Bis zum Hals in dieser üblen Brühe steckend, wartet er dringend auf Hilfe. Helfen Sie mir! Hilfe! Also, wo waren wir? Ein Seil, bitte! Nein, die Wahrheit. Sie hat M. Ich habe damit nichts zu tun, Ehrenwort! Die Sägeblätter waren für Sie bestimmt. Wieso will Elektra Sie unter die Erde bringen? Sie kommen doch her und zerstören meine Fabrik! Dann versenken Sie meinen Rolls-Royce und jetzt sehen Sie zu, wie ich absaufe! In meinem eigenen Kaviar! Holen Sie mich raus! Leider haben wir keinen Champagner. Oder saure Sahne. Na schön, na schön. Ab und zu liefere ich hier Spezialequipment. Russische Technik, wissen Sie? Und die Barzahlung im Casino? Das war ein Spezialauftrag. Mein Neffe ist bei der Kriegsmarine. Der schmuggelt ein paar Maschinchen für Sie raus. Wohin? Niemals, vergessen Sie es. Wohin? Wohin? Nach Istanbul. Vorsichtig die Lage sondierend, taucht The Bull, Sukowskis goldbehangener Leibwächter, aus seinem Versteck auf. Du? Wo kommst du jetzt her, du goldbehängter Komiker? Sorry, Boss. Ich hatte wohl was am Kopf getroffen. Ach, wirklich? Zieh mich raus und ich werde dir beibringen, was eine richtige Kopfnuss ist. Sieh mal das Dach. Es ist weg, aber Gott sei Dank haben wir solide Wände. Solide Wände gehabt. Denn der Rest der Baracke stürzt soeben auch noch ein. Kann mir mal einer sagen, wie ich das meiner Versicherung erkläre? So schnell wie möglich fliegen Bond, Dr. Jones und Sukowski nach Istanbul. Sukowski bringt die beiden zu einem Haus, von dessen Existenz bisher nur wenige Eingeweihte wussten. Das war mal der geheime Stützpunkt des KGB in Istanbul. Jetzt benutzt es das FSB. Das Büro für Innere Angelegenheiten. Derselbe alte Geheimdienst mit einem neuen Namen. Haben Sie Nikolai erreicht? Nicht, noch nichts. Versuchen Sie es auf den Notruffrequenzen. Ein Trauerspiel. In den guten alten Zeiten gab es mindestens 100 Plätze, an denen ein U-Boot unentdeckt auftauchen konnte. Herr U-Boot, was ist das für ein Typ, das Ihr Neffe fährt? Schuka. Sie nennen es Victor 3. Atomantrieb. Von wegen Ladung, die wollen das U-Boot vielmehr den Reaktor. Na klar. Man platziert waffenfähiges Plutonium in den U-Boot-Reaktor und löst eine Kernschmelze mit verheerenden Folgen aus. Und alle glauben, es war ein Unfall. Aber wieso? Weil die schon vorhandenen Pipelines vom Kaspischen Meer aus nach Norden führen. Bis hierher. Dann pumpt man das Öl in Tanker und befördert es quer durchs Schwarze Meer nach Istanbul. Die Explosion wäre das Ende für Istanbul und würde den Bosporus für Jahrzehnte verseuchen. Und für das Öl gäbe es nur einen Transportweg. Ja, den nach Süden, ans Mittelmeer. Die King Pipeline. Elektras Pipeline. Wir müssen unbedingt Nikolai finden. Thank you.
Schwarz glänzend, ein gigantisches stählernes Ungetüm, liegt das aufgetauchte riesige U-Boot in einem geheimen Stützpunkt im Wasser. Und kaum haben sich die Luken des Atom-U-Bootes geöffnet, begrüßt Renard den Kapitän. Sein Name Nikolai, Neffe von Valentin Sukowski. Captain Nikolai! Sir, wir können jetzt die Ladung an Bord nehmen. Wir haben nur ein paar Stunden, bevor man uns vermisst. Und das Minimum an Besatzung? Heutzutage ist gar nicht mehr drin. Verstehe. Ich hoffe, Ihre Männer mögen unseren Brandy. Vielen Dank. Höchst erfreut tragen Nikolais Männer die Kiste mit dem hochprozentigen Geschenk an Bord. In der Zwischenzeit war die von Elektra gefangen gehaltene Chefin von MI6, M, nicht untätig. Sie hatte aus einem Elektrowecker, den ihr Elektra freundlicherweise überlassen hatte, die Batterie entfernt und diese an eine Chipkarte angeschlossen. Somit war die Chipkarte aktiviert und die sendete jetzt auf einer Notruffrequenz die genauen Koordinaten ihres Standpunktes. Der Notruf wurde aufgefangen. Im ehemaligen Stützpunkt des KGB. Ich hab hier was. Ein Signal auf der Notruffrequenz. Zwei sechsstellige Zifferfolgen gesendet im 15-Sekunden-Takt. Ein GPS-Signal. Positionskoordinaten. Der Ortungschip M. Hier. Ja, der Jungfrauenturm. Waren Sie schon mal da? Nein, nein. Mr. Bullen! Bombe! The Bull, der goldbehangene Bodyguard, hatte einen Koffer auf einen Tisch abgelegt und sich dann verdächtig schnell aus dem Staub gemacht. Kaum hat sich das durcheinander gelegt, taucht er wieder auf. Begleitet von zwei schwer bewaffneten Komplizen nimmt er Bond und Dr. Jones gefangen. Den ohnmächtig am Boden liegenden Sukowski beachtet er nicht mit einem Blick. Für The Bull ist dieser Mann tot. Bitte nach Ihnen. Ich bestehe darauf. Im U-Boot. Renard inspiziert mit seinen Leuten die Räumlichkeiten, schiebt die toten Matrosen zur Seite, die alle von seinem vergifteten Brandy getrunken hatten. Das Atom-U-Boot gehört ihm. Na, hat's geschmeckt, Jungs? Hochbringen und über Bord werfen. Der Extruder ist hier drin. Ich brauche eine halbe Stunde, um den Stab fürs Plutonium zu formen. Kurze Zeit darauf erscheint Elektra beim U-Boot, um sich von Renard zu verabschieden. Der Reaktor ist gesichert. Es ist alles nach Plan gelaufen. Ist der Hubschrauber klar? Er wird mich in einer halben Stunde abholen. Dann ist das Ende. Nein. Der Neubeginn. Die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Die Zukunft gehört dir. Erfreu dich an ihr. Zurück in ihrem Haus präsentiert The Bull Elektra seine beiden Gefangenen, Bond und Dr. Christmas Jones. James Bond. Wieso musstest du wieder auftauchen? Wir beide wären vielleicht in ein paar Jahren zum zweiten Mal ein Liebespaar geworden. Bring sie zu Renard. The Bull gibt ein Zeichen. Dr. Jones wird weggebracht. Hübsches Ding. Hattest du sie auch?
Für Bond hat Elektra ein besonderes Vergnügen bereit. Er wird auf eine Garrotte geschnallt, ein Folterinstrument des finstersten Mittelalters. Die an diesem Stuhl befindlichen Eisenklammern schließen sich um Bonds Hände und Füße. Nicht einen Zentimeter kann er sich mehr bewegen. Und dann die Krönung. Auch um seinen Hals schließt sich ein Eisenbügel, der jedoch mit einem Handrad hinter dem Stuhl immer enger gezogen werden kann. So ist ein qualvolles Erwürgen des Opfers nach Gutdünken des Henkers eine sichere Sache. Ich hätte dir die Welt schenken können. Die Welt ist nicht genug. Was für eine dumme Ansicht. Das Familienmotto. Ganz in der Nähe wurden bei Ausgrabungen wunderbare Vasen gefunden. Und sie fanden diesen Stuhl. Ich finde, wir sollten uns viel mehr um die alten Sitten bemühen. Und du? Wo ist M? Sie wird bald überall sein. Und das alles nur, weil du Renard verfallen bist. 5 Umdrehungen und es bricht dir das Genick. Ich hatte schon immer Macht über die Männer. Als mir klar wurde, dass mein Vater mich nicht aus der Gewalt der Entführer befreien würde, war ich gezwungen, ein neues Bündnis einzugehen. Du hast Renard benutzt. Genau wie dich. Nur, dass es bei dir noch leichter war. Er sollte mich verletzen, damit die Drohung möglichst echt wirkt. Als er das ablehnte, sagte ich ihm, er würde mich zwingen, es selbst zu tun. Das heißt, du hast deinen Vater ermordet. Nein, er mich. Als er sich weigerte, die geforderte Summe zu übergeben. Ja, aber es ging immer nur ums Öl, oder? Es ist mein Öl. Meins. Und das meiner Familie. Es strömt durch meine Adern, dicker als Blut. Ich verändere den Atlas, wie es mir gefällt. Und wenn mein Werk vollendet ist, kennt die Welt meinen Namen. Den Namen meines Großvaters, der für die Ehre meiner Familie steht. Niemand wird glauben, dass die Kernschmelze ein Unfall war. Klar glauben sie es, es wird keinen Zweifel geben. Versteh doch endlich. Niemand widersteht mir. Elektra, noch ist es nicht zu spät. Warum sollen 8 Millionen Menschen sterben? Du hättest mich eben schon früher töten sollen. Aber das konntest du nicht. Du bringst keine Frau um, die du geliebt hast. Du hast mir nichts, gar nichts bedeutet. Oh, James. Draußen peitschen Schüsse. Sikorsky in Begleitung von 3 Männern schießt sich den Weg zu Elektras Villa frei. Der erste, den er im Haus begegnet, ist The Bull, sein goldiger Leibwächter, der ihn im Auftrag von Renard mit einer kleinen Bombe beglückt hatte. Boss, Sie leben noch. Mein Gott, wie mich das freut. Mich auch. Ah! Über den toten Bodyguard hinweg stürmt Sikorsky in Elektras Räume. Wo finde ich hier ein U-Boot? Ziemlich groß und schwarz und der Kommandant ist ein guter Freund von mir. Oh, wie dumm. Er hat uns gerade verlassen. Ungläubig schaut Sikorsky auf die blutende Wunde in seiner Brust, schaut Elektra an, die ihre Waffe wieder zurücklegt. Aber noch ist Leben in ihm. Mit zitternden Händen greift er seine am Boden liegende Pistole, dann schaut er auf den unbeweglich gefesselten, halb erstickten Bond, richtet den Lauf seiner Pistole auf ihn, lächelt. Sikorsky muss dich sehr gehasst haben. Dann schießt Sikorsky.
Sein Schuss trifft genau einen der Bügel, die Bonds Hände am Stuhl festklammern. Schon ist Bonds Hand frei. Schon hat er mit der freien Hand die anderen Bügel geöffnet und schon ist er bei der völlig überraschten Elektra und hält ihr die Pistole des toten Sukowski an den Kopf. James, du kannst mich nicht töten! Nicht, wenn ich wehrlos bin! Bond weiß, das Atom-U-Boot ist bereit. Renard wird jeden Moment auslaufen, um seine Mission zu erfüllen. Das Leben von Millionen Menschen ist in Gefahr. Bond greift Elektras Funkgerät. Gibt es ihr. Du rufst ihn zurück. Ich habe nicht viel Zeit. Ruf ihn zurück. Ruf ihn zurück! Renard? Du schießt nicht eine Frau wie mich. Triffst du nie wieder. Ja. Tauch ab, Bond! Ich treffe immer. Elektra ist tot. Doch Bond hat jetzt keine Zeit zur Trauer. Er sucht das Verlies von M, von der er weiß, dass sie hier gefangen gehalten wird, findet es, befreit sie. Und dann sieht er es bei einem Blick aus dem Fenster. Das Atom-U-Boot hat Fahrt aufgenommen, ist bereit zum Tauchen. Bond zögert nicht einen Augenblick. Er springt durch das Fenster ins Wasser und schwimmt dem U-Boot hinterher. Er kann die Aufstiegsleiter des Bootes erreichen, klettert auf das Boot hinauf und rutscht gerade, als die Luke geschlossen wird, ins Boot hinein. Dem verdutzten Matrosen, der mit dem Schließen der Luke beschäftigt war, entreißt er die Waffe, hält sie ihm vor die Brust. Wo ist sie? Ohne entdeckt zu werden, bringt der Matrose Bond zu der Kammer, in der Dr. Jones festgehalten wird. James! Haben Sie gedacht, ich vergesse Sie? Mach Platz! Gehen wir! Bond verstaut den Matrosen in der Kammer, dann schleicht er mit Dr. Jones zum Allerheiligsten des U-Bootes, der Kommandozentrale. Hört die Befehle, die von Renard gegeben werden. Wir gehen auf 100 Fuß runter. Stabil halten. Stabilisiert. Wir sind jetzt auf 100 Fuß. Wenn wir sie zum Auftauchen zwingen können, fängt uns der Spionagesatellit ein. Die Marine ist alarmiert. Bond ist wild entschlossen, das Boot wieder nach oben zu bringen. Er reißt die nächste Tür auf, hält die überraschten Matrosen mit seiner Waffe in Schach. Komm hoch, darüber, na los, darüber. Los, 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 na schon. Halt und schön da stehen bleiben. Dann reißt und zerrt er an sämtlichen Hebeln, die er erreichen kann. Großalarm im U-Boot. Schüsse fallen, die die Elektronik des Bootes schwer beschädigen. Das U-Boot gerät aus der Gleichgewichtslage. Die Nase des Bootes kippt nach unten und unkontrollierbar sinkt das Boot dem Meeresgrund entgegen. Richtet das Boot aus! Ausrichten! Die Ruderanlage ist zerstört! Chris, Chris! Sollte es nicht nach oben gehen? Kleiner Missgriff, ich weiß. Festhalten! Langsam, nur nicht loslassen! Festhalten! Ah!
Ein mächtiger Stoß lässt das ganze Boot erschüttern, als es sich mit der Nase voran in den Meeresboden bohrt. An Bord herrscht das reinste Chaos. Wir laufen voll! Schnell, rauf zur Luke! Oh, verdammt! Kommen Sie her! Weiter, weiter, weiter! Na los, machen Sie schon! Wir müssen uns beeilen! Das Ziel der beiden ist der Reaktorraum, in dem Renard den letzten und entscheidenden Plutonium-Brennstab dafür präpariert, ihn in die dafür vorgesehene Öffnung des Reaktors schieben zu können. Sollte das gelingen, ist der Kernschmelzungsprozess nicht mehr aufzuhalten. Eine ganz Istanbul zerstörende Atombombenexplosion wäre die unaufhaltsame Folge. Durch die Lecks im Boot ist der Wasserstand inzwischen so hoch, dass sich Bond und Dr. Jones nur noch schwimmend und tauchend fortbewegen können. Es kostet sie unendlich viel Kraft, zum Reaktorraum zu gelangen, der im Heck des Bootes liegt und von den Wassereinbrüchen bisher verschont geblieben ist. Doch Renard hat einen siebten Sinn. Kaum öffnet Bond den Zugang zum Reaktorraum, greift Renard an. Willkommen in meinem kleinen atomaren Reich! Es ist ein Kampf von Mann zu Mann, der nur ein Ziel hat, den anderen zu töten. Sind Sie wirklich bereit, Ihr Leben für Sie zu opfern? Sie vergessen eins, ich bin schon tot. Falls Sie es noch nicht wissen, ihr geht's da ähnlich. Sie lügen! Nein! Aus einer ohnmächtigen Verzweiflung heraus über den Tod Elektras gelingt es Renard, Bond zu Boden zu schlagen. Dann schleift er ihn hinter ein mannshohes Gitter, setzt ihn dort fest. Für Bond gibt es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ganz ruhig nimmt Renard jetzt den letzten und entscheidenden Plutonium-Brennstab, schiebt ihn in die dafür vorgesehene Öffnung des Reaktors. Ohnmächtig muss Bond mit anschauen, wie dieses Spiel, das Millionen von Menschenleben kosten wird, verloren geht. Plötzlich stutzt Bond. Neben ihm ist ein Druckluftschlauch aus seiner Halterung geplatzt. Bond überlegt. Die Druckluft ist dazu da, die Brennstäbe weiter in den Reaktor zu schieben. Also muss die andere Halterung dazu da sein, die Brennstäbe wieder aus dem Reaktor zu schieben. Kurz entschlossen befestigt Bond den Schlauch an der zweiten Halterung. Sämtliche Brennstäbe, bis auf den letzten, den Renard in die Reaktoröffnung hineingeschoben hatte, sind bereits in der Brennkammer. Und so kann sich die volle Kraft der Druckluft auf diesen einen Brennstab konzentrieren. Sie wartet auf Sie! Wie ein Pfeil schießt der Brennstab zurück aus seiner Öffnung. Hinein in den direkt davor stehenden Renard. Der gefährlichste Terrorist der Welt ist tot. Der Wasserstoffgehalt ist mir zu hoch. Nur ein Funke und der Reaktor fliegt in die Luft. Das muss ich verhindern. Klettern Sie ganz nach oben. Wir treffen uns im Torpedoschacht. Schnell! Der Reaktor ist geflutet. Da passiert also nichts, auch wenn mir alles in die Luft fliegt. Mit den letzten Reserven tauchen die beiden zum Torpedoschacht, durch den sie das U-Boot verlassen können.
Obwohl das U-Boot explodiert, Istanbul ist gerettet. Einen Tag und einen Abend später. Die untergehende Sonne hüllt Istanbul in ein goldenes Licht. Bond und Dr. Christmas Jones haben es sich bei einem Cocktail gemütlich gemacht. Schauen sich tief in die Augen. Auf Weihnachten in der Türkei war ich schon immer scharf. War das ein Christmas-Scherz? Von mir? Nein. Niemals. Solltest du nicht bald dein Geschenk auspacken? Oh ja, unbedingt. Und etwas später, inzwischen ist die Sonne unter und der Mond aufgegangen. Ich habe mich in dir getäuscht. Ach ja, inwiefern? Ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr.